Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal. Ich grüße euch, schön, dass ihr einen Weg hier gefunden habt. Ha, wir kommen voran. Jetzt kommt gleich Geld dran, weil unser Zug nämlich hinten ankommt und wir kriegen auch gerade wieder ein bisschen was. Ah, jetzt ist wieder schwierig. Jetzt muss kaufen wir wieder Kohle ein. Na gut, okay. Stahl, gut, wenig Arbeitskräfte. Was ist denn eigentlich mit unseren Leuten hier? Hier oben wird auch gerade kräftig gebaut, also hier sind auch die Bauaufgaben ordentlich vorangekommen. Und je mehr hier gebaut wird, desto mehr, weißt du, wenn da eine zentrale Straße ist, ist halt schwierig, weil da immer nur einer bauen kann. So, hier wird gewalzt noch, das ist auch gut. Bevölkerungsstatistik, für uns ganz interessant, dieses Jahr, wir haben jetzt Juni gerade, die Bevölkerung steigt auch wieder. Ja, ist cool. Wir könnten natürlich auch jetzt sagen, wir wollen das ein bisschen nach hinten gezogen haben. Dann sehen wir hier halt mal auch die mit den Todesfällen nochmal, wie weit wir vorher eigentlich schon waren, bevor uns das Essen knapp wurde. Ja, wir sind jetzt so nicht ganz auf dem Stand, wo wir vorher mal waren. Da hatten wir also auf Höchststand würde ich sagen so 7-3. Den Status quo halten wir gerade. Aber von den Arbeitslosenzahlen hier sind wir relativ hoch. Was ich allerdings sehr, sehr schön finde, ist der gesamte Bildungsstand. Ne? Die Leute, die eine Grundausbildung haben, haben auf jeden Fall die, die gar keine Ausbildung haben, deutlich überholt. Und was mir ganz arg toll gefällt, in so einem Gesamtvergleich der letzten Monate, ist es tatsächlich so, dass wir langsam aber sicher immer mehr Universitätsgebildete rausbekommen. Da haben wir jetzt 577, das ist der höchste Stand jemals. Was mir ein bisschen Sorge macht, sind die Todesfälle, aber die sind generell, Geburtenrate ist immer gut gewesen, hält sich ganz gut. Ups, da war ich ja falsch. Wo war denn da? Tatsächliche Bevölkerung, genau. Hier, die Geburtenrate sinkt gerade ein bisschen. Das könnte ein Problem sein, weil die Häuser voll werden. Nö, also wir haben noch Kapazität. Das werden wir hier oben sehen. Hier oben gibt es 21 Erwachsene, die noch bei den Eltern leben. Das kann ein Problem sein, muss aber nicht. Vielleicht, weil die Wohnungen hier oben noch nicht so das quasi angebunden sind. Das kann schon sein. Aber wir haben jetzt ein bisschen Geld. Ich würde fast sagen, dass wir das Problem jetzt mit den Leuten hier ein bisschen in den Griff kriegen sollten. Dass wir hier ein bisschen unterstützend wirken. Zumindest bis zum Bau von diesen Einrichtungen. Der kostet uns 6.000. Den kaufe ich mir auch gleich. Dann kaufe ich gleich ein Fahrzeug, das da Lebensmittel hinkarrt. Da haben wir doch bestimmt einen schönen geschlossenen LKW. Der kostet, wie viel kann der an Essen? 0,7, 2,5, 4,5. Der unten war doch mit mega gut, mit 6 hier. Der ist immer noch ungeschlagen, ne? Der ewig alte Ding. Kann aber immer noch am meisten Futter laden. Machen wir auch. So, dann Aufgabe. Holen, Nahrung. Beladen mit allem, warte bis voll. Bitte nur mit Essen beladen. Nur mit Essen beladen, jo. Und danach fährst du da runter und wartest hier, bis alles entladen ist. Start. So. Dann gibt der nämlich jetzt erstmal Vollgas, um hier Essen ranzubekommen. Fleisch kaufe ich auf jeden Fall ein. So. Fleisch gibt es hier schon mal. Das ist auf jeden Fall verfügbar. Jetzt müssen wir nur mal abwarten. Die Leute kommen noch nicht so richtig daran, weil die halt einfach die Wege noch nicht ganz haben. Macht aber nichts. Wir können ja dem hier unten sagen, pass auf, Kumpel. Du hast ja jetzt hier einen Haufen Wege, die angeschlossen werden könnten. Mach mal. Dann gehen die wenigstens schon mal. Schau mal hin. Und hier warten die auch schon, die Ersten. Auf Mitnahme. Gucken wir mal. Ja, wie gesagt, das baut sich jetzt nach und nach hier richtig schön auf. Es sind aber relativ wenig Leute noch tatsächlich hier noch verfügbar. Und dafür müssen wir halt echt das zweite Seite noch aufbauen. Jetzt mal eine blöde Frage. Kann man einen Fußgängerweg auch hier drüber bauen? Tatsächlich, das geht. Ich werde bescheuert. Das ist natürlich geil, ne? Weil dann kannst du hier schön hergehen und sagen, ich will hier einen Fußgängerweg haben. Ne? Hier rüber. Hier auch nochmal. Oder willst du das? Vielleicht wollen wir das hier so anschließen. Mal gucken. So, machen wir das so. So, mal hier so einen Anschluss herbringen. Dann können wir halt hier drüben auf der anderen Seite nochmal anfangen, Fußgängerwege zu bauen. An der Bahn entlang.
wäre auch noch eine Möglichkeit. So, hier nochmal rum und dann hier nochmal ganz außen rum. So, dann haben wir jetzt hier einen schönen Fußgängerpark nochmal. Dann könnten wir halt hier jetzt hergehen und zum Beispiel sagen, wir bauen jetzt hier auf der anderen Seite nochmal Häuser auf. Dann bauen wir auch wieder eine lange Straße, eine Asphaltstraße, versteht sich. Das ist ja jetzt unser, wie soll man sagen, unser Standard. Schade, dass das hier gerade nicht funktioniert. Das hätte ich schön gerne rausgezogen hier. Wobei, so kann ich auch mitleben. Okay. Schön in die Gerade rein. Haben wir jetzt hier auch nochmal einen schönen Weg außen rum. Und das schaut jetzt aus, als würden wir dahin zumindest Häuser hinbauen können. Da könnten wir uns halt jetzt überlegen, ob wir hier auf der Seite nicht einfach Wohngebäude setzen mit Ziegel. Kriegen wir die hier rein? Nein, ne? Aber auf der anderen Seite könnten wir die hinbauen. Hier oben. Thronend. Das geht ja nach oben. Aber hier die kleineren dürften noch hier locker reingehen, oder? Nee, das geht nicht. Ja gut, aber die ganz kleinen müssten ja überall reingehen. Jetzt gehen die auch nicht rein, ne? Ach nee, Moment, das waren ja die waren das. Okay, da haben wir jetzt das blöd verbaut, ha? Schade. Das ist so eine schöne Straße. Ja gut, dann muss er halt weg. Hat ja nichts gekostet, das ist ja das Schöne gerade. An den Bauabschnitten. Dann bauen wir halt jetzt auf jeden Fall, nicht Bildung, Wohngebäude. Die großen, weil die bringen natürlich auch insofern ein bisschen was. Weil die halt einfach Mega-Kapazität haben. Moment, die muss man ja... Warte mal, da brauchen wir noch mehr Fußgängerweg hier. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da noch mehr brauchen. Aber warum nicht? Dann bauen wir halt hier weiter. Warum nicht? Wie gesagt, diese Großen, die haben halt echt Kapazität ohne Ende. Dann noch einen netten Asphaltweg dahin. Den hatten wir ja eben in der Vorbereitung. So. Bauen wir hier noch einen Weg hin. Schön ist, da laufen die Leute auch nicht so einfach da hoch. Aber darunter können sie, glaube ich, ganz gut. Mal gucken. Schau an. Unser Weg hier, das, glaube ich, geht ganz cool so. Haben wir hier jetzt schön einen Weg an der Bahn entlang. Auch hier zum Einkaufen und so. Schön, gefällt mir. Und das machen wir natürlich dann auch weiter. Also wir werden auch hier nochmal weiterbauen. Ich klicke immer auf Bildung, ich vercheck das immer. Ja, wenn wir hier auch weiterbauen zum Beispiel, weißt du? Müsste nämlich eigentlich hier auch hier noch hingehen. Weißt du, hier geht auch nochmal ein schöner Block her. Da hätte man nämlich hier auch nochmal eine coole Möglichkeit, hier nochmal anzuschließen.
können wir das hier so machen. Und dann könnte man natürlich mit Fußgängerweg hier hinten mal hier nochmal rüber gehen. Und hier nochmal rüber. Und natürlich hier auch anschließen. Dann haben wir da nämlich auch nochmal Wege. So, dann haben wir jetzt hier einen kompletten Neubau. Der wird dann hier Plattenbau. Da machen wir hier die ganze Geschichte hoch mit Plattenbau. Eventuell machen wir diese Straße anders. Die könnte ich mir sogar tatsächlich noch anders vorstellen. Warte mal ganz kurz. Machen wir mal bitte die Ecke weg. Bau mir mal bitte einen Busstopp. Straßenladungsstation. Was? Straßen? Entladungsstation. Nee, Busstopp. Bauen wir hier so ein Busdings hin. Weißt du? Das ist nämlich viel geiler. Dann können wir nämlich hier auch die Leute tatsächlich schön abholen. Weißt du, dann hast du nämlich hier nochmal einen schönen Busweg. Und dann kannst du nämlich hier von allen Seiten können hier zum Bus fahren. Schön. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Das ist nämlich der zweite Aspekt. Aspekte, meine Lieben. Hier kommt ein kleines Shoppingcenter her. Hier oben. Warte mal kurz, ein bisschen anders eindrehen, damit das cooler aussieht. So vielleicht. So, machen wir hier das Shoppingcenter her. Sportplätze und so weiter lassen wir jetzt erstmal gerade noch außen vor. Hier das Shoppingcenter. Jetzt geht das nicht rein. Ich werde noch zum Tier hier. Sehr bergab steil, okay. Wir kommen hier auch nicht weg, ne? Zum Glück kaufen wir solche Sachen nicht immer gleich, ne? Muss man vorstellen, wie teuer das wäre. Und ich krieg's aber auch nicht so nah ran, dass es gleich verbindet, ne? Das ist, der Hang ist da ein bisschen im Weg. Hier ging's. Könnte man nochmal hier probieren. Weil hier ist ja die Straße auch tatsächlich, Fußgängerweg hat schon angeschlossen. Aber ist auch nicht richtig. So, machen wir nochmal. Jetzt könnte man durch Folgendes machen. Dass wir einfach hier hinten den abflachen, den Berg. Dass wir hier sagen, okay, pass auf, gehen wir hier von der Mitte raus. Nehmen uns halt hier einfach die Höhe runter. So, und dann bauen wir jetzt das gleiche nochmal. Wäre auch eine schöne Idee. Na also, jetzt macht er das doch gleich. Könnte das auch so anschließen. Wäre auch eine Idee. Dass man das dann hier irgendwie ranbaut. So, dann ist da schon mal eine Fußgängergeschichte dort. Und jetzt zum Beladen von dem ganzen Gedöns. Machen wir hier nochmal eine Straße raus. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte, wäre ich im Dreieck gesprungen, ne? Okay, und dann gehen wir hier nochmal komplett raus. So. Okay. Dann haben wir den Anschluss nämlich auch mit dem Shoppingcenter. Schön, mein erstes Shoppingcenter. Da können wir halt echt viel anliefern, ne? Das wäre eine coole Sache. So, hier wird auch mittlerweile ganz cool aufgebaut. Also da entstehen auch schon die ersten Wege. Hier sehen wir schön auf dem Rundfunkhaus die ersten Fußgängerweg nach oben. Geilo, ne? Gucken wir mal hier auf der anderen Seite. Ist auch der erste Fußgängerweg, hier da rauf führt. Hier mal so ein, irgendwie ein Gitter, keine Ahnung was. Hier kommen die ersten Säulen mit Fenstern und so Zeugs. Ach, herrlich. Ja, unser Rundfunkhaus, das wächst schon langsam. Wir haben jetzt noch Restkosten. 500.000 hat es mal gekostet. Jetzt sind wir schon um 150.000 billiger. Das geht schon ganz cool. Und was fehlt aktuell an? Nix. Arbeitskräfte fehlen. Fahrzeugtypen offener. Geht auch als Mischer. Schön. Coolio. Und wir kriegen wieder Geld rein. Da war gerade wieder ein Zug da. Wir tanken gerade auch wieder Treibstoff. Schön. Ach, und wieder läuft. Ich mag das so. Wir könnten hier mal ein bisschen Bäume entfernen, ne? Weil hier ist ja wirklich ganz, ganz... Wobei, also wenn dann hier vielleicht noch ein bisschen an der Bahnlinie mal ein bisschen, war schon, dass wir hier so hergehen und sagen, hier machen wir mal ein bisschen weniger Baum her.
Man ist ein bisschen Baum ist ja gut, aber du siehst halt echt gar nichts mehr. Ist vielleicht auch ein bisschen besser für die Performance, wenn es hier so mal eine Lichtung drin gibt. Weißt du? Eine kleine Lichtung. Kann man hier auch machen. Bisschen Lichtung hier rein, warum nicht? So. Wie schaut's hier aus? Essen gibt's auch mittlerweile. Ah, der LKW steht auch bereit. Sehr schön. Hier kommen noch ein paar Leute vor dem Laden, weil kein Verkäufer da ist. Ist ein bisschen blöd gerade. Aber die können hier tatsächlich gut rüberlaufen. Hier kommt natürlich noch kein Bus, ne? Weil der Weg hier auch noch nicht fertig ist. Hier kommt eine Planiergeschichte. Naja, mal gucken. Bin ich mal so gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Schau mal her, so in der Silhouette schaut das schon richtig geil aus mit dem Gelb hier. Riesenblock. Aber die kommen schon echt schnell voran, ne? Ich bin da begeistert, wie schnell das tatsächlich dann doch funktioniert, die ersten Grundmauern hier zu setzen. Es sind gerade mal 5 Leute auf dieser Baustelle drauf. Und schau mal, wie die Kohle hier runterrasselt. Das gefällt mir gut. Jetzt allerdings noch einen Check hier oben. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld und wir haben ja gesagt, wir wollen mit dem Geld auf jeden Fall die Fertigbauteile fördern. Das machen wir jetzt auch. Wir bauen jetzt hier Straßen auf. Im großen Stil. Dass wir hier mal ein bisschen beschleunigen können. Weil das braucht hier alles 100 Jahre und das will ich ja einfach auch ein bisschen mit meinem Geld, das ja jetzt da ist. Und das muss man ja auch ganz klar und knallhart so sagen. Das Geld ist jetzt da und das soll auch verwendet werden. Weil wenn wir das nur sparen, bringt uns das nämlich gar nichts. Und wenn ich das jetzt baue mit 78.000, könnten wir es uns fast noch leisten, um die 4-Millionen-Marke nicht zu gefährden. Aber das muss nicht sein. Das soll sich eins der nächsten... Da soll sich das Baubüro dann drum kümmern. Nehmen wir einfach auch mal und sagen dem Baubüro gleich, dass es dafür zuständig ist. Das weiß ich nämlich noch gar nichts. So, dafür bist du zuständig und dafür bist du auch zuständig. Wobei, dafür brauchst du erstmal eine Straße, die müssen wir auch noch bauen. Und dafür bist du zuständig. Und das ist, glaube ich, nicht angeschlossen. Ja, das ist noch nicht angeschlossen. Gut, aber auf jeden Fall bist du für all das hier zuständig. Dafür und dafür auch. Und dafür... Ach, so viel Zuständigkeit. So! Na, da ist das städtische Bauwerk hier erstmal gut ausgelastet, denke ich. Die haben jetzt erstmal was zu tun und die haben ja... Die arbeiten sich ja auch schon hier tatsächlich relativ gut wund. Was wir machen könnten... Ist natürlich die Überlegung, ob wir die Straße nicht einfach weiterbauen wollen. Dass wir hier unsere mal ein bisschen diese Verbindungsachsen mal freiräumen. Damit auch die Fahrzeuge einfach frei werden. Hier könnte man das ähnlich machen, aber das muss jetzt gar nicht mal so schlimm sein. So, hier ist nämlich ganz cool eigentlich. Und dadurch, dass hier auch was zu essen gibt, würde ich sagen, ist die wichtigste Aufgabe jetzt hier, zu sagen, dass wir hier Zwischenwege einfach mal aufbauen. Dass wir denen halt einfach mal hier ein bisschen was gönnen. Na, da haben die ja jetzt auch ganz, ganz wenig Wege. So, dann können die nämlich auch hier mal rüberlaufen. So. Schön aufgebaut. Na, jetzt ist hier ein bisschen mehr los. Jetzt kaufen die auch mal ein. Es sind noch Verkäufer auch tatsächlich da. Es stehen 4 Leute vorm Laden. Ey, das ist nix. Ja, das ist echt in Ordnung. Kann ich mit absolut umgehen. Warum geht es denn hier eigentlich nicht weiter? Was ist denn hier los? Sind Leute da? Kommen noch gerade ganz viele rein. Bauen die hier... die bauen hier auch schon weiter. Das wird noch spannend. Okay, also hier kommt jetzt tatsächlich dieser Bauabschnitt, der kommt dann auch, da hat er, wenn du überlegst, sagen wir mal 200 Leute pro Bau, dann haben wir 2, 4,
6, 8, 900, 1000. 1000 Leute ungefähr haben in diesem Abschnitt hier Platz. Das ist natürlich deutlich mehr als hier. Dichte Bebauung. Andere Seite nochmal 1000. Wenn wir das genau gegenüberstellen machen, ähnlich wie hier. Da hätten wir auf der Seite hier 2000 Menschen, die hier Platz finden würden. Das ist schon ordentlich. Da werden wir aber mit Sicherheit mehr als eine Bushaltestelle brauchen. Ich denke mal, hier oben wird noch eine herkommen müssen. Auch müssen wir mal gucken, wie wir es machen, ob das reicht. Was reicht, ist auf jeden Fall, dass wir hier einen guten Ansatz jetzt haben. Wir haben Essen, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Was wir auch haben, ist jetzt die Produktion von unseren neuen Fertigbauteilen. Hier oben, die jetzt langsam dann anfängt. Da sind auch schon die ersten Teile hier auf der Baustelle. Das ist gar nicht mal so teuer, das zu bauen. Auch das Freilager ist eigentlich ein Witz zum Fertigbauen. Ohne neuen Tankwagen. Zement abgedeckt. Okay, also da gibt es neue Sachen. Schön. Brauchen wir meistens nicht, außer wir bauen was Neues. Dann können wir neu abwägen. Und dann können wir auch überlegen, ob wir das nachher auf alle anderen übernehmen. Wie schaut es eigentlich bei unserem Stadthallending aus? Da ist eigentlich auch... Der Bau hat aufgehört. Wobei, hier gibt es tatsächlich genug... Also zwei Konstruktionsbüros, die sich darum kümmern sollten. Wir weisen einfach jetzt mal volle Anzahl an Personen zu. Mal gucken, was passiert. Ich habe da jetzt keine Bauchschmerzen gerade mit. Soll das laufen, meine Lieben? Ich bin der Meinung, das kann ruhig laufen. Und ich finde das auch gut oder sehr, sehr erstaunlich, dass es dann auch tatsächlich immer wieder funktioniert. Das ist so ein bisschen Engpass. Jetzt habe ich mit dem Finger drauf gezeigt. Da ist der Engpass, genau hier. Meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, haut rein, lasst euch gut gehen. Und ich freue mich, dass ihr einschaltet beim nächsten Mal. Euer Zwerg, auf Zwergtipp, ciao.